Ein redseliger Löwe im Tiergarten Schönbrunn. Ich weiß, dass der Direktor Pechlandert wie uns Fliegerfüg gemacht hat. Wenn ich gegen schaut, was Besseres als ein Serengeti-Tabetten vom Möbelhaus-Kicker. Trotzdem können wir die Zoobesucher am Arsch lecken. Keine Urwachtel-Riri während der Besucherzeiten. Ich spiel weiter auf Strohflöwe. Natürlich geben wir die stundenlange nichts tun und stocksteif herumliegen auf die Eier. Aber ich bin ein Sturschädler in puncto Freiheitsberaubung. Und das steht fest, der schönste Käfig kann Kenia nicht ersetzen. Andererseits bin ich total stolz, dass ich tagtäglich um etliche Stunden regungsloser bin als die Wachschachel mit der Bärenmützen vom Buckingham-Palast oder der lebloseste Beamte im Wiener Rathaus. Aber das sind Sportsiege, die mich keinen Millimeter weiterbringen. Sei es noch Gänsendorf oder Afrika, wurscht egal. Wenn sie die Zoobesucher geschlagen haben und die Wirte heimgegangen sind, besser gesagt, die möchten wissen, wie jetzt aus sie niedersaufen, dann, ja dann wird's für mich leibend. Sprich, ich mutiere zum quietschlebendigen Zirkuslöwen, renn wie Aufzug von einer Gitterwand zur anderen, hup wie ein Feldhaus über das Pseudosavannengras, trümmer die Söhrersleib, dass alle Viecher im Zoo zusammenzucken und minutenlang mundtot sind. Ja, und auch meine Gehegekunststickerl und mein Brühanfall besteige Mucksmäuschenstühl und Zuchthengsgeil mein Nachtdienstpflegerin Edeltraut. Dieser feste Kotz ist ca. 150 Kilo schwer, hat himmelblaue Muckuagerl, die Trudel hängen nicht bis zu den Knie. Sie kommt aus dem südlichen Burgenland und versteht Deutsch. Die Edeltraut ist für mich nicht nur ein Sexbomben und eine super Liebesdienerin, sondern auch eine Herzensdame sondergleichen. Und warum? Sie frisst mir nie das Fleisch weg, was man Nacht für Nacht ins Gehege einschmuggelt. Weil sie ist eine begeisterte Vegetarierin. Das heißt, sie verschlingt tagsüber tonnenweise Hosenfutter und spätestens um 6 Uhr abends ist sie voll gesättigt. Ja, und was für mich das Wichtigste ist, der löwennarischen Edeltraut kommt sie jedes Mal voll wie das Puder und ich bug das wahnsinnig gern, weil sie spült mir keinen Orgasmus vor wie meine reinrassigen Ex-Löwinnen. Die nur so dumm, als war die der Einzige auf der Welt, der es zum Höhepunkt bringt, sprich der G-Punkt-König aus Hitzinger. Aber in Wirklichkeit wollten meine Rollerten Ex-Dussis nur ein Samenspender, genauer gesagt, ein Trottel, der so trat. Dass noch ein paar Monate werfen können, groß im Bild mit den süßen Löwenbabys in alle Zeitungen sind, und 2 oder 3 Jahre im viel größeren Weibergehege Kindergärtnerin spülen, um der Käfig Einöde zu entgehen, der du ausgesetzt bist, wenn's kein Nachwuchs hast. Mir ist es blunzlurscht, die Edeltraut schluckt brav die Bühne. Ich kann spritzen ohne Ende, wir lieben uns. Heiraten ist nicht drin, das versteht's voll und ganz, obwohl es eine Burgenlanderin ist und nur 8 Jahre Volksschule hat, papalabab. Wir sind guter Dinge, das Budern in der Nacht macht uns nach wie vor großen Spaß. Ja, und ich kann nur sagen, mein Gehege ist sicher ein bequemeres Liebesnest als die Bachbankeln und der Kieselboden im Schlosspark.